zu mir, der angeblich sogar ein Kleinkind heiraten. Bruder. Was ist das? Assalamu alaikum, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ich muss heute einfach auf homoerotischer Basis eine Mütze tragen. So wie damals, wisst ihr noch, bei meinen TikToks, Retalks gemacht habe und so saß. Vendetta, Vendetta! Vendetta, Vendetta! Bevor das Video losgeht, ihr wisst Bescheid, wie immer, Like, Abo, Kommentar, weil ihr seid meine einzige Zukunftsperspektive. Hier wächst eine neue Generation des IS heran. Jetzt werden viele wieder schreiben, Ahmad, du machst dieses Video nur für Klicks. Mach ich auch. Du wirst so Hölle fahren. Aber bevor jetzt manche sagen, ich habe nichts mit der Thematik zu tun, ich war in Mois letztem Statement drin. Ich war für eine Millisekunde drin. Ich weiß auch ganz genau warum, weil Mois hat mein Video geguckt und da hat er einfach die Szene gescreenrecordet und übernommen und ist nicht. Er hat einfach am Ende die Sekunde nicht weggecuttet, deswegen sieht man mein Gesicht voll geil. Aber er hat mir auch später im Video Props gegeben und hat gesagt, Ahmad, starkes Video, obwohl ich mich sogar über ihn lustig gemacht habe. Da soll man nochmal jemand sagen, er ist ein Narzisst. Aber dazu kommen wir später. Bevor wir dazu kommen, müssen wir zu jemand anderes kommen. Kanyavi ist zu jemand, er ist einfach aufgeploppt und hat 5000 Reactions zu dieser Thematik gemacht. Ich hatte in meinem letzten Video Alpha Kevin als Beispiel genommen, der 3 Videos gedroppt hatte, dass er viel darüber macht und die Fitna ausnutzt. Dabei wusste ich nicht, dass ein Kanyavi in der Zeit, wo Alpha Kevin diese 3 getan hat, Kanyavi hat über 10 Reactions gemacht gehabt. Kanyavi hat ein 1-Stunde-Statement in 3 Teile geteilt. Er nimmt ein Video von denen und macht daraus 3 Teile. Das müsstest du dir mal vorstellen. Bruder, das ist wie wenn du Avatar gucken gehst, weil der Film 3 Stunden geht, musst du jedes Mal nach 1 Stunde raus und wieder Eintritt zahlen. Er tut so, als wäre das normal. Er sagt in seinem Video, ja, ich habe das gemacht. Jeweils mal eine halbe Stunde, weil ich ganz genau weiß, die Leute wollen sich nicht vielleicht eine 2-Stunden-Reaction reinziehen. Weil das ist zu lange und das guckt keiner. Hä? Digga, Kanyavi ist offiziell schlimmer als EA Sports. Man kauft nicht das Spiel und kauft dann die Add-ons. Kanyavi verkauft euch das Spiel. Kanyavi verkauft euch das Spiel in 3 Download-Keys. Ihr müsst einfach 3x 60 Euro zahlen, damit ihr das Spiel spielen könnt. Aber das kann uns ja eigentlich erstmal scheißegal sein, ne? Er kann 5000 Reactions machen. Er meinte, ist mein Haar, nimm mir nicht mein Haar. Ich bin so gestorben, als ich diese Clips gesehen habe. Clips von Kanyavi gesehen habe, habe ich mich gefragt, wer hat hier die Psychosen? Kanyavi oder Mois? Was bald kommen wird. Und jetzt sagt mir, Abo. Zu mir, der angeblich Unwahrheiten erzählt. Ich glaube beide ein bisschen. Guck mal, Abu Julo, ne? Ohne seinen Namen zu nennen, hat er über einen YouTuber geredet, der tausende Reactions macht. Er hatte noch nicht mal Kanyavis Namen genannt. Und guck mal, Kanyavi hat ein ganzes Video dazu gemacht. Sollte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was man kommen wird. Der Bruder von Mois. Guck mal, wie er auch so macht mit den Augen. Hat er einen traumatischen Anfall gerade, weil Abu ohne Namen zu nennen ihn kritisiert hat? Wie, was für ein fragiles Ego muss man haben, wirklich? Die alles auspacken, das wahre ich von Mois? Sollen wir den komplett begraben? Sag, weil ich hier lüge. Digga, der rastet so aus und droht Abu, weil Abu ihn nicht mal namentlich genannt hat. Und Kanyavi da sitzt und sagt, Abu, nimm mir nicht mein Hack weg. Ich bin Reactions-YouTuber, ich darf das. Natürlich darfst du das, da musst du dich sogar verteidigen. Du darfst 2000 Reactions machen. Aber wenn du Reactions dazu machen darfst, dann dürfen wir uns hinsetzen und sagen, dass du ein klickgeiler Hund bist. Du machst 5000 Reactions und ich hole mir mein Hack, indem ich sage, dass du klickgeil bist. Und Abu hat das nicht mal gemacht. Du machst da 5000 Reactions über seinen Bruder. Guck mal, was er schreibt. Jetzt packt PS Sports über Mois aus. Mois, das. Mois, wahres Gesicht. Ja, nee, du hast den Namen Mois von A bis Z auseinandergenommen. Das sind Brüder. Und er darf nicht mal indirekt deinen Namen nennen, ohne dass du ausrastest und ihm drohst, obwohl Abu nichts mit der Thematik zu tun hat. Na gut, dann mache ich das, übernehme ich das jetzt für Abu. 16 Reactions gemacht, ne? Das darfst du auch, aber ich darf jetzt auch das machen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Jetzt sag ich einfach mal 16 Mal, dass du ein klickgeiler Hund bist. Kanyavi, du bist ein klickgeiler Hund. Du bist ein klickgeiler Hund, Kanyavi. Du bist ein klickgeiler Hund, Kanyavi. Du bist ein klickgeiler Hund, Kanyavi. Du bist klickgeil. Kanyavi, du bist klickgeil. Aber das habe ich jetzt für Abu übernommen, weil Abu ein so herzensguter Mensch ist und nie irgendwie was macht oder sagt und der Fitna aus dem Weg geht, damit jemand kommt und ihm nochmal droht. Und Kanyavi hat nicht nur auf die Sachen reagiert, wie er gesagt hat, sondern er hat noch zusätzlich in Frage gestellt, ob Mois wirklich fastet und so weiter. Ich möchte bitte, dass du mir einmal diesen Ausschnitt zeigst, wo ich gesagt habe, Mois fastet nicht. Bei Mois glaube ich gar nichts mehr, Digga. Der Typ, ne, also... Ob der fasst, das weiß ich nicht, was für eine Intention der hat. Ob der fasst, das weiß ich nicht, was... Und nachher, ja, bevor jetzt jemand sagt, er hat doch gar nicht gesagt, dass Mois nicht fastet, darum ging es auch nie. Abo hat sich beschwert, dass Kanyavi über Mois Fasten redet, obwohl es nichts mit dem Thema zu tun hat. Hat einfach mit draufgehauen, weil er gesehen hat, dass gerade alle auf Mois draufhauen. Weil Kanyavi, du konntest dich ja nicht richtig daran erinnern, ob du Mois Fasten angezweifelt hast. Doch.
Ich habe meinen Job erledigt. Nimm mir nicht meinen Hack an, Javi. Das ist mein Hack, über dich zu reden. Aber man muss auch fairerweise sagen, aber es gab auch noch genug andere YouTuber, die das genauso schlimm gemacht haben. Die YouTube-Szene ist immer das Gleiche. Wenn jemand am Boden liegt, ich habe es euch damals gesagt, Haifischbecken. Die würden ihre Freunde über Bord schmeißen, nur damit sie überleben. Genug von Kanyavi, kommen wir jetzt zu Mois und Maestro. Also als allererstes möchte ich dazu... Digga, wie kann er jetzt schon darauf reagieren? Ich habe es nicht mal hochgeladen. Zuallererst möchte ich sagen, ich habe alles mit Maestro geklärt. Ich habe mit ihm telefoniert. Ich hatte euch gesagt, da gab es so eine private Fehde mit uns. Das haben wir aus der Welt geschaffen. War anscheinend ein Missverständnis. Wir sind jetzt im Reinen miteinander. Er hatte damals wirklich mich so behandelt wie ein Stück Scheiße. Aber wir sind jetzt im Reinen miteinander und haben uns ausgesprochen. Und Mois fand anscheinend mein Video gut, weil ich war halt relativ objektiv. Ich war nicht mal auf Mois Seite. Also. Und der typische Hetzer, der mich immer versucht auf YouTube zu denunzieren, KuchenTV, schreibt natürlich den Titel, ich habe Mois verteidigt. Ich habe die ganze Zeit sogar, ich habe gesagt, dass Mois Psychosen hat und so weiter. Ich habe ja jetzt gesehen, dass Mois anscheinend sogar mein Video gefeiert hat. Das bedeutet, er muss ja auch mit den Sachen zugestimmt haben, die ich in meinem Video gesagt habe. Und deswegen kann ich euch nur sagen, dass ich irgendwo, obwohl ich weiß, dass Mois richtig fette Scheiße gebaut hat, sogar angefangen habe, ein bisschen Mitleid zu kriegen, sage ich euch ehrlich. Ich habe aber natürlich auch sehr, sehr viel Mitleid gehabt mit Maestro, weil mir ist, wie ich euch gesagt habe, genau das gleiche passiert wie bei Maestro, nur in weniger schlimm. Aber ich kann auch irgendwo Mois verstehen, der so viele Leute an sich rangelassen hat und die jetzt auf einmal alle aus der Ecke gekommen sind und gesagt haben, ey, er hat mich auch scheiße behandelt. Ja, warum habt ihr das dann nicht davor gesagt, ihr Pussys? Ihr habt jahrelang mit ihm gechillt und das mitgemacht. Auf einmal schuldet Mois der ganzen Welt noch Geld. Auf einmal war jeder mit Mois beste Freunde. Aber auf der anderen Seite, das, was Maestro gesagt hat, stimmt. Das sollte man nicht einfach so ausblenden und sagen, ach, der arme Mois. Mois hat da Scheiße gebaut, für die er gerade stehen muss. Trotzdem am Ende des Tages, ich muss auch an mich arbeiten. Das bedeutet doch nicht, dass wir jetzt einen Menschen in den Ruin bringen wollen. Ich denke mal, er hat jetzt verstanden, dass er an sich arbeiten muss. Hat er ja auch öfters gesagt in dem Video. Aber man sieht einfach, die Leute lassen Mois gar nicht mehr in Ruhe. Sie machen die ganze Zeit weiter und weiter. Obwohl er gesagt hat, ja, ey, ich werde Maestro sein Geld geben und so weiter. Und ja, die scheißen auf seinen Kopf. Ist natürlich irgendwo hart für Mois. Aber auch, kann man irgendwo sagen, auch Karma für das, was er Maestro angetan hat. Kann man so und so sehen. Ich denke aber immer am Ende des Tages, wie ich es euch immer wieder gesagt habe, dass Hass nur zu mehr Hass führt. Mois versucht ja jetzt anscheinend das wirklich umzusetzen und man muss ihm ja erstmal eine Chance geben, bevor man ihn komplett cancelt, damit Mois und Maestro irgendwie glücklich aus der Sache rausgehen können. Ja, und jetzt möchte ich nie wieder was von Mois und Maestro hören. Ich habe genug dazu gesagt. Kanyavi, falls du das siehst, mach keine drei Teile draus. Bitte. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Ich gehe das Video fertig schneiden. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Ich habe genug geredet. Ciao! Boah, Ebenen an Haaren, die nicht normal sind.